Ich begrüße euch zurück zu einem weiteren Part von Twilight Princess HD. Im letzten Part haben wir hier die Schneeberge weiter erkundet und wir sind jetzt gerade auf dem Weg, die Bestie, das Monster, was die Zora-Höhle heimgesucht hat, zu finden. Werden wir es schaffen in diesem Part? Wir werden sehen. Ich guck einfach mal. Anscheinend sind wir richtig. Wir gehen den Duft richtig hinterher. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir hier hochkommen. Oh! Ach so, das war jetzt gerade zwar ungewollt, aber anscheinend haben wir eine mini kleine Lawine ausgelöst, die dazu geführt hat, dass wir hier jetzt hochkommen. Ich hoffe mal nicht, dass wir hier irgendwie falsch gehen. Wenn wir vom Weg abkommen, ich weiß nicht, was dann passiert. Aber da vorne, seht ihr, da ist ein Heulstein. Den nehmen wir einfach mal mit. So, ich denke mal, da können wir einfach hin. Und dann lauschen wir erstmal. Erstmal lauschen. So, oben, Mitte, unten. Mitte. Oh Gott. Okay, 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 okay. Nochmal bitte. Oben, Mitte, unten. Mitte. Unten, oben. Mitte. Oh Gott, okay. Nee, ich wollte es nochmal hören. Oben, Mitte, unten. Mitte. Okay, ich versuche es mal. Nee, es war, glaube ich, nicht ganz so gut. Okay, ich höre es mir nochmal an. Also das war schon auf jeden Fall richtig gut, glaube ich. Dann unten oben. Ach so, unten oben. Okay, das habe ich ein bisschen zu spät gemacht. Dann nochmal, bitte. Oben. Jetzt ist das weg, ey. Shit, jetzt habe ich... Ich hatte es so gut und vor allem war das auch gut vorgegeben, aber irgendwie ist das denn jetzt, weil ich es nochmal erneut gemacht habe, weggegangen. Hä? Das war doch eigentlich perfekt schon. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Nur aber. Hä? Wieso nicht? Kann das sein, dass ich den Ton ein bisschen kürzer halten muss? Das ist ja immer nur fies. Ich meine, ich habe das schon richtig gut geschafft. Jetzt aber. Ja, endlich, okay. Es tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen länger dran gehadert habe, aber jetzt sind wir wieder hier vor Schloss Hyrule und da ist der goldene Wolf. Ich denke mal, der vorletzte oder vorvorletzte. Wir müssen wieder das gleiche Lied heulen und dann werden wir schon sehen, was wir dann machen müssen und zu tun haben. Ja, es war wieder richtig. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Und er befindet sich auf dem Friedhof in Kakariko. Okay? Das ist doch Kakariko, ne? Ja, genau. Also, da müssen wir als nächstes hin, wenn wir die nächste okkulte Kunst haben wollen. Es ist schon Nacht geworden, weil dann könnten wir vielleicht noch ein paar Geisterseelen mitnehmen. Aber wie es aussieht, gibt es hier keine mehr auf dem Weg. Anstatt der Geisterseelen kommen da wir jetzt hier ein paar Wölfe um die Ecke. Aber wir haben uns mal ein bisschen aus dem Staub gemacht. Und jetzt sind wir in einer Höhle oder wo sind wir hier jetzt gelandet? Wir sind in einer etwas kleineren Höhle und hier sind überall Eiszapfen an der Wand, die sehr bedrohlich aussehen. Hier müssen wir uns wieder zurückverwandeln zum menschlichen Link und dann hier erstmal die Treppe hoch. Weil Wölfe können ja bekanntlich nicht so gut Treppen gehen. So, und es wurde mich auch gefragt, das habe ich ja noch gar nicht angesprochen, was das nächste Projekt denn nach Kirby Star Allies sein wird. Seid einfach gespannt, ich werde es jetzt nicht verraten.
Einfach aus dem Grund, weil da noch ein paar Vorbereitungen getroffen werden müssen und. Und deswegen, ja. Seid einfach gespannt. Seid einfach gespannt. Ich möchte auch nicht viel sagen. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Nur mal ein ganz kurzer Exkurs, um euch mal so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen heiß zu machen auf das neue Projekt. So, und da geht es anscheinend immer noch nicht raus. Wie kommen wir da dann raus? Hier sind anscheinend, da sind Hände von einer riesigen Kreatur. Ist das das Monster? Das wird doch wohl nicht einfach so stehen. Hallo? Kannst du mal aufhören? Ey, die nerven mich richtig. Das Ding ist, die sind noch schwieriger zu treffen als die normalen. Und jetzt ist hier ein Portal aufgetaucht. Und wir müssen mal wieder gegen 1, 2, 3 Schattenkreaturen kämpfen. Ich verwandle mich einfach mal zurück zum normalen Wolfling. Was heißt normal? Der normale ist ja der normale. Der ohne Wolfsgestalt. So, zack, da haben wir alle. Direkt alle auf einem Schlag. Und jetzt können wir das Portal für uns selbst benutzen. Und das bringt uns natürlich den Vorteil, dass wir uns jetzt hier immerhin porten können. So, jetzt wurden... Oh Gott, da vorne ist es. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor dem Viech. Aber wir müssen uns der Herausforderung stellen und deswegen... Vielleicht müssen wir ihn ja sogar attackieren. Oh! Dachte ich mir doch, so ein Lärm kann nur von einem Menschen stammen. Passiert ja selten, dass sich einer in diese Gegend verirrt. Was willst du eigentlich hier? Du bist wohl einer dieser Typen, die auf der Suche nach sich selbst sind. Nein, nicht wirklich. Was? Du bist extra hierher gekommen, um diesen Spiegel zu suchen? Auf jeden Fall gut geklettert und du hast Glück, mich hier zu treffen. Hab gerade neulich eine Scherbe von diesem Spiegel gefunden. Vielleicht war das ja das, was du suchst. Also dann, du kannst ja mit zu mir kommen und dir die Scherben anschauen. Hab auch gerade diesen leckeren Fisch gefangen. Du kannst ja mit uns essen. Mein Haus ist da ganz unten. Wir rutschen runter. Mach's mir nach. Okay, er hat einfach gegen den Baum geschlagen und somit ist da so eine, ja, so ein Eisding runtergeknallt. Ich glaube, ich muss hier jetzt einfach gegenrollen und dann kommt uns auch so ein kleiner Eisschlitten entgegen, auf dem wir hoffentlich auch rutschen können. Ich probiere es mal. Und jetzt snowboarden wir hier ein bisschen rum. Oh Gott, oh, man kann springen mit A, alles klar. Oh, die Steuerung ist ganz schön direkt und ja... Wir müssen einfach mal schauen, ob wir das hier so handeln können. Aber es sieht nicht schlecht aus. Hier gibt es nämlich auch noch später eine Quest. Ich werde mal hier lang gehen. Hier haben sie nämlich noch ein paar Rubine versteckt. So, zack. Die nehmen wir einfach mal mit. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Das Ding ist, hier kann man ganz leicht irgendwie irgendwo gegenspringen. Und dann ist das, glaube ich, auch schon vorbei hier fast. Oh Gott, wo sind wir denn? Zack, zack. Oh, da vorne war ein Lilaner einfach. Okay, wir haben jetzt einfach mal einen lilanen Rubin mitgenommen. Das war eigentlich nicht so geplant. Wo können wir hier lang? Ja, das sind so Rampen alles. So, zack, hier durch. Und oh. Ich wusste nicht, ob man da jetzt durch konnte. Deswegen bin ich einfach mal gesprungen. Safety first, würde ich mal meinen. Und ich glaube, wir sind schon gleich unten, oder? Ich habe das Gefühl, dass wir... sein Haus bald erreichen. Oh Gott, wo geht's denn hier lang? Oh, bin ich überhaupt richtig gefahren? Ich weiß nicht, ob das jetzt die schwierigere Strecke war oder ob ich jetzt einfach so eine genommen habe, die gar nicht mal so vorteilhaft war. Egal. Wir sollten jetzt bei der Hütte angekommen sein. Und zack. Sind wir sogar wirklich. Hier ist es. Was ist denn mit dem los? Für einen Schneemenschen wohnt er ja in einem richtigen Palast. Ja, das stimmt. Und
Mir sieht das auch nicht ganz so geheuer aus, diese Villa. Ganz kurzer Cut, mal wieder eine kurze Unterbrechung. Aber jetzt gehen wir rein in den so gesehenen Palast von dem Schneemann. Oder von dem Schneemonster, wie man es auch immer nennen mag. Wir sind jetzt hier drin. Bergruine. Und was mir direkt ins Auge sticht, natürlich gibt es hier erstmal eine Geisterseele, die wir mitnehmen können. Die soll mal ganz schnell hier runterkommen zu mir. Zack. Oh nee, doch nicht. Leider nicht getroffen. Aber jetzt beim zweiten Mal. Und dann direkt das Herz rausziehen, direkt die Geisterseele mitnehmen. Und dann haben wir schon 17? 19 sogar, dann können wir ja bald zu Giovanni. Das sieht doch schon mal richtig, richtig gut aus. Und diese Musik hier drin. Ich habe so ein schlecht, also so eine schlechte Verbindung zu der Musik. Einfach, weil ich hier früher mal 3000 Jahre rumgeirrt bin. Deswegen, ich weiß nicht. Es ist nicht so meine Welt hier. Aber wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall, wie ihr uns schwer erkennen könnt, der nächste Dungeon. Wer bist du? Oh, verzeih mir, ich fühle mich nicht gut. Kannst du etwas näher kommen? Gerne doch. Warum nicht? Oh, was für ein süßer kleiner Gast. Mein Mann hat mir alles erzählt. Du möchtest den Spiegel sehen, nicht wahr? Mein Mann hat ihn gefunden. Er ist so wunderschön. Aber seitdem dieser Spiegel im Haus ist, geschehen schlimme Dinge. Ich werde ständig krank und Dämonen suchen mich heim. Deshalb haben wir das Schlafzimmer im dritten Stock, wo wir ihn aufbewahren, verschlossen. Warte einen Moment. Ich kann dir gleich sagen, wo der Schlüssel ist. Wir erhalten die Karte des Anwesens. Und ja, ihr seht es. Es ist halt auch der Dungeon, dieses Anwesen. Finde ich, ist eine coole Sache. Ist nicht ganz so wie jeder normale Dungeon, dass das immer so, ja, eine Ruine ist, so eine Höhle, sowas in der Art. Das Fieber vernebelt meine Sinne. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich glaube, wir haben ihn in das Zimmer mit dieser Markierung zugelegt. Mit welcher? Mit der... Ach so, die, wo die Fahne drauf ist. Okay, aber ich kann ja noch nicht einmal aufstehen. Würdest du ihn mir bitte bringen? Versuche es zunächst mit der Tür da drüben. Okay. Alles klar, da werden wir auf jeden Fall weitergehen, aber das alles werden wir im nächsten Part machen von Twilight Princess HD. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es, wenn ich ein bisschen aktiver dieses Projekt hochladen kann, dadurch, dass ich jetzt nur noch zwei, beziehungsweise noch ein Streaming-Projekt neben Splatoon 2 am Laufen habe. Wie findet ihr es? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr überhaupt bis hierhin geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall noch eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. I thought that I could drift through life on all those pretty sentiments. They said everything turns out fine.